Hallo von der Meerschweinchenfarm, ich sende liebe Grüße. So, wir haben ein paar Neuerungen und zwar ist die Lotta jetzt in der Gruppe. Jetzt haben wir die kalte Zeit vorbei und das ist die voll isolierte Hütte, da wo es ganz warm ist. Einen neuen Futterplatz haben sie gekriegt, wenn wir uns jetzt da ein bisschen so schöne Wege gemacht haben. Na Lotta, die Wuschel. Also das ist ein richtiger liebe Truppen. Da ist eben die Felina, die Mimi, die Lotta, Tom und Jerry, die Gretel ist jetzt da auch dabei. Der Flecki, den nenne ich über Miko und Wuschel. Wurschel, nichts passiert. Das Einzige, was wir bald tun müssen, sind Haarschneiden. So, dann marschieren wir jetzt zu den anderen noch durch. Alle Schweine, geht's gut. Na, Hundibär. Wir haben abgebaut, sind eben die Early und die. So, da hier liegt es auch so gemütlich da. Also diese grünen Rasenteppiche, geil, die sind wieder der Renner gewesen, ha? Die sind wieder der Renner gewesen. Das ist so lieb, diese Vierertruppen, die was da. Baby, Struppi, Tim. Eine Förderchen in der Truppe, wo ist sie? Puppi! Und du? Da bist. Du gehörst zur Vierertruppe dazu, du bist ja wegen einer Alleingängerin. Da. Jetzt kommt bald Sommerfrisur, Schweindis, gell? Na, mein Mann klappt. Was klappert es denn schon wieder hier? Hm? So, jetzt tun wir immer am Sonntag ist immer so die Futterplätze putzen. Heuer finde ich es dann so über. Klappert denn das? Schaut euch einmal die Mann an, ich muss jetzt so lachen mit einer. Da sitzen sie da wie im Podest. Ah, hier. Da sitzen sie da alle. So. Der Blick ist ein Traum für euch, ha? Heinz, du fürst, genau, Kim. So, da jetzt gibt es was zum Essen, gell? Zuerst zusammenrahmen. Und dann kümmern wir uns um den Garten. Lilli. Und was jetzt bei Ole empfällig wird, ist eine Mübenbehandlung. Gut, das starten wir jetzt dann durch. Da muss ich mir jetzt das Mittel noch besorgen nächste Woche. Und dann geht's dahin. Das ist einfach mit dem Herausensein. So, oder Freunde? Hallo? Auf der Loge? Ja, du. Chili. Nussi, du. Franzi, in der Schule gewesen, ja? Das wird jetzt auch dann schon super da mit den kleinen Häuserln da, das gefällt einem auch. So. Die Lea ist über die Stütze aber zum Gartendierl her. Und wenn es aufgeht, dann marschiert es raus und dann fängt es zum Knabbern an. Gusti, du liegst richtig entspannt. Und Franzi, hm?
Also wenn ich mir so das anschaue, alles in allem nicht recht viel Verkehr gemacht. Das ist jetzt einfach dieser lange Erfahrungsweg, der ist so gut wert. So, Freunde, und jetzt haben wir Futterplatz ordnen. Gell? Tschüss, wenn ihr mir ein Schweinchen fahren.